Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir sind in der Mine und hier werden wir hoffentlich Evelyn bald finden und ihrem ganzen Treiben, ihrem schimmeligen Schimmelpilz ein Ende bereiten. Ah. Ich hoffe, wir sind bald da. Es kommen immer mehr Viecher und ich weiß ja nicht, ob meine Munition noch lange reicht. Absolut okay ist es im Moment zwar noch, aber wer weiß, ne? Wer weiß. Oh, sieht gut aus. Ich glaube, ist ein bisschen Ruhe angesagt, ja. Bin ich denn immer noch gelb? Ich bin immer noch gelb. Nein, das mache ich nicht. Oh, komm schon. Zwei Dicke auch noch. Oh, Schwein. Hab mich anzukotzen. Oh nein. Darf mal ein Stückchen, ja? Oh, komm schon, die sind immer noch hinter mir. Ich muss mal ganz kurz ins Inventar, aber ich kann gerade nicht. Ja. Okay. Bam! Na kommt, ihr kleinen Mistviecher. Ihr dicken. Besser. Oh, kommt schon, der lebt immer noch. Hallo. Nicht cool, Alter. Oh, nicht ankotzen, bitte. Nein. Ach nein, ich komme jetzt nicht. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Das ist euer Trick oder was? Mich hier so lang vollkotzen, dass ich nicht mehr wegkomme. Finde ich scheiße. Finde ich echt scheiße. So, wollte ich mal gesagt haben. Ah! So eine Rotze aber auch. Der dicke Molded. Ach! Auf die Beine zielen, um die Kreatur zu Fall zu bringen. Das ist eine gute Idee. Aber ich kann ihm nicht mal wirklich wegrennen, weil er mich dann sofort wieder erwischt und vollkotzt. Der dicke Molded. All my name. So. Ich sage, wir packen die Bomben noch da rein. Alles klar, wunderbar. Erstmal beschieße ich die jetzt mit so einem fetten Feuerball. Ja. Au. Komm schon. Na? Heil dich. Heil dich, heil dich, heil dich. Lauf! Komm schon. Was ist das jetzt? Okay, das waren wohl beide. Was? Das ging aber irgendwie jetzt schnell mit den Bomben. Wenn man weiß, was auf einen zukommt. Oh, starke Arznei, sehr schön. Wenn man das weiß, dann ist es alles ganz einfach. Ich finde das Maschinengewehr trotzdem irgendwie kacke. Das ist nicht gut. Das ist Scheiß. Ein Scheiß. Haben wir noch was? Bin mir sicher, soll ich hier nichts liegen lassen. Oh. Sieh mal da. Hätte ich jetzt alles liegen lassen. Splittmunition. Gut. Gut, gut, gut. Muss aber schon sehr nah ranlaufen. Ich dachte echt, das hat
hat irgendwie einen weiteren Effekt. Das Psychotonikum. Naja. Oh, sag bloß, wir sind gleich raus aus der Mine. Hätte ich eigentlich die Treppe raufgeschafft, die Leiter mal nicht raufgeschafft, oder wäre das unmöglich gewesen? Ah. Sah nicht gerade gut aus hier. Oh, das sind wieder ganz viele Sachen, sehe ich. Drei Stück. Eins, zwei, drei, ganz viele. Ach, jetzt kriege ich die Karte des Bringt mir jetzt auch nicht mehr viel. Wow. Das ist einfach fertig. Alles klar, ich jetzt sogar Bärchen. Wo haben wir jetzt? Pling, pling. Oh, diese Puppe, Leute. Kennt ihr die noch? Die war aus der Demo. Und da ist die Oma. Der Rollstuhl der Oma. Ich hab's gewusst, die ist auch noch irgendwo. Ah. Ach, hier waren wir ganz am Anfang, Leute. Ja, das ist ja Wahnsinn. Oh, ist das gut. Wir sind wieder hier. Natürlich. Das ist der Keller aus der Demo, Leute. Das ist so gut. E001. Ja. Das ist sie. Die Oma ist es. Deswegen wurde sie alt und grau. Leute, das ist Evelyn. Leute, alter Schwede, ich hab's gewusst, ne? Ich hab's so Omi ist die Böse. Deswegen konnte sie uns die ganze Zeit hinterher und konnte uns überall hinfolgen. Boah, ist das heftig. Leute, ich hab grad Gänsehaut durch diese Erkenntnis. Na toll. War mir irgendwie klar. Alter Schwede, ist das gut? Sie hat das befohlen. This is your fault. Nein, deine. Why am I seeing this? Du warst das. Du warst das Mädchen, nicht wir. Du warst es ganz alleine. Wir sind nicht schuld. Die Schuld nehme ich jetzt nicht auf mich, du. Absolut nicht. Ja, komm. Oh. It's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, Mommy. Oh, but you shouldn't have done that! It fucking hurts! Does it want to be my daddy? Then he can die. Now it's Mommy's turn to kill you. Kleines Mistblag. Okay. Ich glaube, ich kann hier nichts mehr machen, ha? Huh? Warum soll Mami mich jetzt töten, du kleine Kröte? Mia ist geheilt. Ich habe ihr das Gegenserum gegeben. Help. Ethan, help me. Sie ist nicht da.
Halluzination. Zum Geier. Die ist gar nicht da, Mensch. Aber wir sind immer noch verletzt. Ist nicht nötig. Ach so. Kleines Gör. Nicht so dreckig. I'm not playing. No! Get that away from me! Don't! Oh. Your pity! Oh. I have to stop it! Das sind Hallos, Mann. Warum? Okay, mir passiert halt nichts, wenn die mich trifft, aber... Was ist hier los, Leute? Ich will das nicht mehr. Da! Wahnsinnige! Get away! Nein! No, don't. Yes, I will! Okay. Sag mal, hackt's bei dir, Mädchen? Get away! Ist doch nicht echt, Mann. Warum machst du das? Oder ist das jetzt doch die Omi? Doch. You. Ja, natürlich sie. Hast du gemerkt? Banale Überraschung. Oh Gott, was ist das denn? Nein, nein, nein. Was ist das denn? Alter, die frisst mich einfach. Okay, Objekte hätte ich auch noch verwalten können. Soll ich die ganze Zeit einfach nur draufballern jetzt, oder wie? Es ist ein bisschen... Ja, greifen sie wiederholt an und versuchen sie aus dem Weg zu gehen. Ach dann! Das ist ja schön. Ich dachte, das tötet sie. Scheinbar tötet es Evelyn doch nicht ganz, wenn ich sie mit dem Zeug bespladdere. Kann ich wahrscheinlich auch überspringen. Oh. Das ist widerlich.
goodbye. Sieht so widerlich aus. Na komm. Mach das, Liebchen! Au! Alter! Oh. Was zum Geier ist hier los? Ach, ich lebe aber noch. Cool. Oh nein. Oh, du Scheiße! Au! Ethan, ich werde es unbedingt aufstehen! Ah, oh, komm schon! Oh Mann! Ich kann nicht... Oh, das ist doch mies. Was soll ich denn machen? Au. Ach, komm schon. Mir doch egal. Ach komm, scheiß drauf. Wo ist die Magnum? Ich kann die Magnum nicht nehmen. Leute, das ist doch ranzig. Warum kann ich diese scheiß Magnum jetzt nicht mehr auswählen? Ach Gott. Ja, Bombe mit Fern. Deine Mutter ist eine Bombe mit Fern. Hör doch mal auf jetzt. Diese blöde Schnalle. Wie ich einfach frisst. Oh Gott. Ich will die doch einfach nur erledigen jetzt. Da kannst wirklich, ich konnte eben kaum was... Ihr habt es gesehen, hoffe ich. Ja. So, jetzt kommt bitte nicht nochmal von vorne. So, Dankeschön. So, hier, zack, renn damit. Was haben wir noch? Scheiß Maschinengewehr. Vielleicht ein Flammenwerfer oder was? Ich weiß es nicht. Ach komm, nicht das schon wieder. Ach bitte nicht. Weil du scheiße bist. Guck dich doch mal an, Mensch. Ja, sexy ist sexy, ne? Damn you all the hell. Wow, au. Ich schieße jetzt erstmal eine Nervengasgranaten drauf. Weil ich wieder nichts mehr machen kann. Wie kommst du wieder so nah? Das war gut. Das ist immerhin, glaube ich. Ja, jetzt habe ich immerhin die Nervengasgranaten richtig eingesetzt. Aber dass sie einfach mal näher kommt und mich frisst, das ist so. Das ist so Teil 2. Resident Evil 2, kennt ihr noch, ne? In dem Zug am Ende bei dem B-Spiel natürlich erst. Was sagst du? Schätzchen. Ja.
Du bist so widerlich, Mann. Widerlich, widerlich, widerlich. Ah, komm schon. Ah, du kriegst einen Scheiß. Au. Au. Nimm sie. Nimm die Magnum jetzt. Was? Unknown? Die Albert? Was ist das? Wer hat mir dazu gerufen? Play time, Joel. Oh Mann! Wow, okay, sie verkretzt. Okay, ich hab Evelyn besiegt, glaube ich. Wie sie einfach mal zerbröselt. Und so zerbröselt der Keks. Du Scheiße. Wir haben immer noch die Infektion, oder? Mit diesem Pilz fällt uns jetzt die Hand ab, oder wie? Nichts riskieren. Das heißt, der Albtraum ist endlich vorbei. Jetzt kommt Umbrella und wir werden abgeknallt. Ende der Nacht. Oh Leute, das war's scheinbar. Aber warten wir noch, was passiert. Ich mach mal die Kamera aus. Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? Ethan? Mia. You made it. I'm glad. Did I? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Okay, zwei Sachen. Habt ihr gesehen, dass es Chris war? Ich glaube nicht, dass es Chris Redfield war. Und wenn, dann haben sie ihn ganz schön verändert. Und das andere, hat da Umbrella auf dem Hubschrauber gestanden? Ich habe jetzt nicht ganz genau erkannt, was drauf stand. Vielleicht stand auch Countermeasures oder sowas, aber... Oh, schön, Leute. Jetzt kommt noch die Abspannmelodie. Das finde ich sehr schön, das Lied. Da halte ich jetzt mal die Schnauze. Resümee gibt's gleich noch. Don't tell Adrode
to him like he's the one. His arms are stretching, but when she's done, he'll be torn apart. Go tell that roadie. Go tell that roadie. Go tell that roadie. Ja, das war's mit Resident Evil 7, Leute. Ich fand das Lied sehr schön übrigens. Das ist ein tolles Lied und es ist so ein Ohrwurm bei mir schon. Es ist toll. Was soll ich sagen, Leute? Ich weiß, im Vorfeld gab's viel Diskussionen über das neue Resident Evil, über die neue Linie, die jetzt Capcom gestartet hat. Aber ich muss sagen, gerade was VR betrifft, gerade was generell die Lore betrifft, haben die hier ein 1A-Spiel abgeliefert. Absolut, ich hab's jetzt noch nicht groß mit VR probiert. Ich habe die Demo in VR gespielt, mir wurde schlecht davon. Aber ich habe ja noch hier die lecker Reisetabletten und diese C-Bands für die Akupressur an den Handgelenken. Bei manchen funktioniert es, bei manchen leider gar nicht. Trotzdem würde ich empfehlen, es durchzuspielen, wenn euch irgendwie so ein bisschen was an Resident Evil liegt. Es gab jetzt wirklich viele Diskussionen im Vorfeld von Leuten, die sagten, ja nee, das ist ja kein richtiges Resident Evil mehr. Ganz ehrlich, Leute, was war ein richtiges Resident Evil außer 1, 2, 3 und vielleicht noch Zero oder das Remaster? Was war da noch ein richtiges Resident Evil? Das 4er war nicht mehr richtig, das 5er nicht mehr, das 6er. Wenn man jetzt die Argumente natürlich nutzt, die Leute anbringen oder auf die Argumente eingeht. Ich fand's ein 1A-Spiel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zum Schluss, ja. Es hat ein bisschen nachgelassen, weil es viel mehr Geballer war als Exploren und Rumschleichen und so ein bisschen Angst haben vor den Bakers. Es war trotzdem für mich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es kein Resident Evil war für mich, das war es nämlich absolut. Denn es hat mehr mit dem ersten Teil gemeinsam als 4, 5 und 6 zusammen, finde ich. Du bist alleine in einem Anwesen, sei es jetzt ein viktorianisches oder ein schlossähnliches oder halt eben so eine Hinterwäldlerhütte wie jetzt bei den Bakers. Es ist komplett egal, sei es mal dahingestellt. Dass es jetzt angeblich nicht passt vom Szenario, aber es war halt eben genau das. Du warst alleine, du warst in der Unterzahl. Du hast nicht einen Koop-Partner gehabt, der dir ständig den Arsch weghält oder mit Munition um sich schmeißt, in alle Richtungen ballert. Und es war halt genau das. Es war ein Survival-Horror-Spiel und genau das habe ich erwartet. Es ist halt kein Jumpscare, es ist einfach nur Atmosphäre. Und die habe ich so genossen und so aufgesaugt und das kann mir keiner erzählen, dass ihn das nicht so ein bisschen affektiert hat und er das gut fand. Wenn ihr es absolut scheiße findet, dann weiß ich auch nicht, was ihr überhaupt an Horrorspielen verloren habt. Was mögt ihr an Horrorspielen? Jumpscares? Dann seid ihr hier falsch. Dann seid ihr echt falsch bei Resident Evil. Aber das nur mal an die, die wirklich jetzt im Vorfeld schon gesagt haben, das ist ein Scheißspiel oder auch währenddessen. Mein Gott, Leute, dann spielt's doch nicht oder guckt's euch nicht an, wenn es euch nicht interessiert. Aber schreibt doch nicht immer wieder die Foren voll. So, jetzt nochmal für die Meckerer. Für die Nicht-Meckerer, ich hoffe, ihr habt's genossen, so wie ich. Ich hab einfach Spaß gehabt. Das war mal wieder ein Projekt, wo ich jedes Mal Bock hatte aufzunehmen. Es ist unglaublich. Ich musste mich zügeln, dass ich es nicht innerhalb von 3 Sessions durchreiße. Es waren jetzt, glaube ich, 5 Sessions. Zeit natürlich. Hätte ich mehr Zeit gehabt, ich hätte es wahrscheinlich am Stück durchgespielt, wie manch anderer im Livestream. Aber das finde ich halt immer so ein bisschen verfälscht. Weil dann gehst du auf den Chat ein, liest viel vor und das ist dann alles für mich so, nee. Ich habe es halt lieber dann für mich und lese die Comments. Jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so, weil das war viel zu viel gespoilert leider. Das ist echt nicht schön gewesen. Aber ja, was hat euch gefallen am Spiel? Ich werde jetzt hier die Kommentare natürlich wieder komplett lesen, weil Spoiler sind jetzt für mich... ist ja nicht mehr, ne? Ist ja durch. Aber ich freue mich schon tierisch auf die angekündigten 4 Story-DLCs. Sollen so wie das 4 Story-DLCs sein. Also der Season Pass, den habe ich mir noch nicht gekauft, mache ich aber bald. Ich weiß nur noch nicht, ob für die PS4 oder für den PC, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich werde es mir vielleicht auch für PC holen, woran das jetzt halt auch immer liegt. Für mich halt mehr an der Maussteuerung. Mal gucken. Ihr habt gemerkt, ich hatte oft Probleme. Zum Schluss ging's, aber ja. Okay.
soll ich sagen, ich habe sehr genossen. Ich warte jetzt halt nur noch, bis die Zusammenfassung kommt hier von wie lange ich gebraucht habe und so weiter. Diese Wackelköpfe geben wohl scheinbar auch noch irgendwie einen Bonus, wenn man alle sammelt. Pff. Null Plan, Leute. Und ich habe wohl auch nicht alle Münzen gefunden, weil ich habe ganz am Anfang mal gehört, es gäbe wohl 24. Und ich hatte jetzt 12, glaube ich. Mit der Magnum waren es 12, ja. Oder 18 Münzen. Also habe ich 6 Münzen verpasst. Ich weiß, ich habe eine Menge Sachen nicht genommen, aber ganz ehrlich, Leute, das waren nur Items. Das war, glaube ich, nichts Relevantes. Ich habe alles Relevante mitgenommen. So Reparaturkits und so weiter. Ich habe nur die Axt nicht eingesetzt, glaube ich. Die Spielzeug-Axt. Weil in der Demo gab es ja eine Axt als Nahkampfwaffe. Hier gab es nur ein Messer. Aber wahrscheinlich ist es auch... Oh, Joe Lustig. Die Aggressor Group. Joe Lustig. Das ist natürlich sehr lustig. Oder Lutzig? Ich hab's... Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Ich fand's fantastisch. Ich danke Capcom über die Maßen für dieses Spiel. Und ich hoffe wirklich, dass da mehr von kommt in Zukunft. Und bitte nicht so eine Ballerei am Schluss. Ansonsten war's 1A. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Es war jetzt vielleicht auch ein bisschen kurz. Wie viele Parts haben wir? Lass mal gucken. Es war jetzt 25 Parts. A, 20 Minuten. Ja, okay. Es hätte jetzt mit 8 Stunden ein bisschen länger sein können. Vielleicht 10, 12. Aber ganz ehrlich, ich fand die Länge an sich super. Also es ist halt, ne? Sind zwar sind jetzt keine 20 cm kleiner Peter, aber es ist voll in Ordnung. Es hat befriedigt. Ja, das dürfte gerne jetzt als Euphemismus oder dürfte auch gerne als Zotigkeit hinnehmen. Ist mir recht. Leute, ich hatte wirklich Spaß. Ich weiß nicht. Ich kann nichts mehr sagen über das Spiel. Es gab natürlich ein paar Stellen, wo ich dachte so, ja, okay, das hätte man jetzt anders machen können. Die Videotapes fand ich hervorragend. Ich fand das Kampfsystem, das war halt das, wo ich sagte, hättest du auch anders machen können. Ich fand es gut, dass es nicht so dieses Neumodische war, von wegen, ja, hier stellst dich in die Ecke und heilst dich voll. Nee, das haben sie konsequent zum Glück beibehalten, dieses Heilungssystem mit den Kräutern. Und da kann mir keiner erzählen, das ist nicht Resident Evil. Im 6. Teil, da waren es ja diese Tabletten und das fand ich scheiße. Hier waren es ja echt die Kräuter, die du dir dann als Zeug drüber schüttest. Ich hätte halt auch die Kräuter an sich cooler gefunden, aber mein Gott. Es ist halt ein anderes Heilschema. Und das Blut im Gesicht brauche ich auch nicht, bei keinem Spiel. Das nervt einfach nur. Vielleicht so ein bisschen verschwommene Sicht, vielleicht so ein bisschen... Ups, oder jetzt rutscht mir der Gelbe. So ein bisschen schwarz-weiß oder so. Hätte es auch getan, meiner Meinung nach. Aber ja, ist ja ihre Entscheidung, wie sie es machen. Was kann man sonst noch sagen? Es war was Neues. Es war jetzt kein Outlast, weder Fisch noch Fleisch. Es war aber auch kein Actiongeballer. Ne? Ich fand's einfach genial. Ich guck mal, ob ich das jetzt überspringen kann. Wollen wir? Komm, wir überspringen die mal. Global Promotion Manager Tsutomu Masuda. Und ich krieg andauernd Nachrichten in WhatsApp. Könnt ihr mal aufhören jetzt, bitte? Ja, ich habe meiner Freundin gerade geschrieben, der Sequenz, dass ich's durch habe und sie freut sich. Weil sie will's jetzt auch spielen. Das ist schön. Das ist schön. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die jetzt wirklich so zahlreich zugeschaut haben. Es hat mich echt gewundert, dass auf einmal das Projekt wieder so eingeschlagen hat auf meinem Kanal, weil das macht ja auch jede Sau, ne? Sag mal ehrlich, dich abwertend, es macht jede Sau und hat schon jeder im Stream gespielt. Ach, guck mal, Miss Baker ist gar nicht so hässlich, eigentlich. Sie war mal hübsch, nur der Mann war schon immer hässlich. So, jetzt sehen wir übrigens, glaube ich, gleich die Zusammenfassung. Das ist auch sowas, was ich gut finde. Und auch diese Kassettentapes. Früher waren es halt die Schreibmaschinen, jetzt sind sie so ein bisschen mit der Zeit gegangen. Oh, 9,25. 22 Neuversuche. Und Mr. Everywhere ist zerstört, 16. Ach, schade. Seht ihr? 12 von 18. Ich habe eine Akte vergessen. Ist ja schade. Stabilisierer? Da gibt es mehr als einen? Ach, komm. Krass. Krass, krass. 9,25. Wer hätte das gedacht? Muss ich mal einen Screenshot von machen? Mach ich dann. Alles klar, Leute. Ich danke euch sehr nochmal, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr bleibt auch in Zukunft ein bisschen zugegen auf meinem Kanal. Ich mache jetzt wieder mehr Horror und versuche eigentlich so ein bisschen wieder Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Nicht nur den neuen Scheiß, den eh keiner sehen will. Den, wie gesagt, auch jedes auch spielt. Ja, okay. Das zum Abschließenden. Zum Abschließenden Resümee. Ich habe jetzt ein paar Minuten gequatscht und ich habe auch gut überzogen. Aber das ist okay für den letzten Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen nochmal. Haut's rein und schaut gerne nochmal zu, wenn ich es auf VR spiele mit deutscher Sprachausgabe. Das wollten ja viele von Anfang an. Dankeschön. Haut's rein. Tschüss.